Hi Leute, ihr wundert euch bestimmt, ja, es ist ein anderes Format. Heute kommt was Größeres, das ist auch der Grund, warum hier heute nichts hört und warum sie auch leer ist. Und zwar, heute kommt eigentlich totales BG, was ich persönlich jetzt eher an Schluss gehängt hätte, aber da ich gelost habe, kommt es bereits heute. Da, badam. Es ist ein Regenmantel. Ich ziehe noch die Wärme mal für euch an. Es folgen auch Bilder auf dem Pferd. Es hat tatsächlich einmal geregnet. Man kann ihn wunderbar aufmachen. Ne? Also hinten kann man ihn auch öffnen. Er ist geöffnet, da er vom Reiten kommt. Das kann man ihn aufmachen und aber auch zu. So, kann man ihn ganz normal tragen oder auch zum Reiten. Der hat zwei tolle Fächer hier vorne. Und auch eine Innentasche, eine Brusttasche, eine Innenbrusttasche. Und hier unten, will ich das zeigen, gibt es zwei so Schlaufen, also je an Ende eine. Da kann man seine Füße reinstecken. Empfehle ich sehr beim Reiten, weil sonst flattert das Ganze so und so bleibt es einfach. Ihr seht, dass es da unten bleibt. Ihr seht jetzt die Strippen hier. Und ja. Der hat auch eine Kapuze. Was ich finde, dass die auch sehr groß ist. Und hier noch an den Schultern verdoppelt. Verdickt. Ich zeige euch gleich noch in Action beim Reiten, wie das Ding ausschaut. Und nee, sie war nicht so dreckig wie hier. Also ist schon ein bisschen dreckig. Problem, also ich habe den jetzt erst an. Und ich hatte den schon beim Reiten an. Und weil es geregnet hat oder es war kalt. Ich muss sagen, ja, war es super Wind ab. Bei Regen bin ich mir nicht so, also ich denke ja, aber ich habe es noch nicht getestet, dass es nicht geregnet hat, während ich geritten bin. Sondern es war einfach nur der Monsterwind, fand ich. Und der hat einfach richtig warm gehalten. Ich habe jetzt die Größe S und auch ist es auch S normal und ich verlinke euch den in der Infobox. Der ist von Krämer und hat nur 60 Euro gekostet und ich finde ihn dafür eigentlich echt top, weil bei Krämer gibt es auch noch einen für 90 Euro und ich habe es jetzt überlegt mit dem, also den zu kaufen, weil er einfach teurer ist und ich mir dachte, da kaufe ich wenigstens einmal was Gutes, aber ich habe den mir dann vor Ort angeschaut und ich finde die einfach beide voll cool und die hatten einfach... Ich weiß nicht, warum der andere teurer ist. Ich fand ihn irgendwie ziemlich schlecht. Bis auf, nee, der andere hat nicht so Muster nur drin, aber mich persönlich stört es jetzt nicht. Und sonst sind die einfach super. Und die fledern auch nicht da so hin und her. Ein bisschen bauscht die auf, wenn du galoppierst, aber sie bauscht nur auf. Die flattern nicht hin und her. Und die schützen auch den Sattel, würde ich sagen, bis auf ein bisschen vorne. Vorne ist ein bisschen kleiner Rand, wo es nicht schützt, aber das hätte der andere halt auch nicht gehabt. Und ja, dann bin ich so gut wie fertig jetzt schon mit dem. Ich nehme einmal in die Runde umdrehen. Nochmal, weil es so schön war. Ich hoffe, ihr könnt jetzt alles so sehen, was ihr wollt. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Mantel habt, die beantworte ich euch natürlich gerne, weil ich bin richtig begeistert von dem Mantel. Und jetzt dann gleich kommen wir noch Fotos. Wir haben Fotos gemacht und es kommt einiges Lustiges, wie ich finde, und zieht euch auf jeden Fall dieses lustige Video rein, wie wir die eine Galoppstrecke hochgaloppieren. Ja, es ist sehr verwackelt, es tut mir sehr leid, aber es ging nicht anders. Echtig, sonst hätte ich irgendwas lassen müssen und nein, das wollte ich nicht. Und ja, tut mir leid, dass es so verwackelt ist, aber man kann nicht so doll erkennen. Das ist nicht flattert oder so. Das wollte ich euch nämlich eigentlich damit zeigen. Ich schneide es euch trotzdem mal rein. Wenn ihr es lustig findet, gebt mir einen Daumen hoch. Und ja, ich freue mich, wenn ihr mich auch auf anderen Seiten besuchen würdet. Und ich würde mal sagen, tschüss!